Cornette aus Aschersleben. Viel Spaß. Ihr Lieben, hier in Lützen, willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Da wir außer Ort sind, möchte ich noch mal darauf hinweisen, ich wurde gerade daran erinnert, hier gilt die 3G-Regel, grün geht gar nicht. Hallo Basti, ich freue mich, dass du in einem Stück hier stehst. Der Waldi, der Mann von Tina, die ja auch fleißig filmt, hat mich darauf hingewiesen, mal die Geschichte in Lützen auch zu betonen. Nur ein paar Sätze. Hier in Lützen fand 1632 eine der Hauptschlachten im Dreißigjährigen Krieg statt. Und 1830 begann auf den Ebenen von Lützen die erste Schlacht gegen Napoleon. Ihr habt also mutige Vorfahren. Und in Richtung Bauernkrieg, der sich hauptsächlich gegen die soziale Ungerechtigkeit gerichtet hat, lassen sich auch hier die Spuren finden. Versucht, euch diesen mutigen Geist der Erneuerung zu bewahren, und eure Vorfahren hatten viel mehr zu verlieren als wir heute, aber sie haben mutig gekämpft und werden noch heute als Helden gefeiert, während wir von den Lulliköppen nie wieder etwas hören werden, außer Verachtung. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Colette, gehöre keiner Partei an, bin weder rechts noch linksextrem und ganz wichtig an unsere Gesinnungshüterin und moralische Mutti. Ich habe mir heute Morgen die Zähne geputzt und einen frischen Schlüppi angezogen. Das Zitat zum Freitag. Jeder denkende Mensch kennt die Methoden der Propaganda. Methoden, durch die die kritische Urteilskraft zerstört und der Verstand eingelullt wird, bis er sich Klischees unterwirft, die die Menschen verdummen, weil sie die Menschen abhängig machen und sie der Fähigkeit berauben, ihren Augen und ihrer Urteilskraft zu vertrauen. Diese Funktion, an die sie glauben, macht sie für die Realität blind. Erich Fromm, deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker und Sozialpsychologe, lebte von 1900 bis 1980 und zählt als einer der bedeutendsten Vertreter der humanistischen Demokratie, also heute umgangssprachlich Nazi. Und mit seinen Worten beschrieb er vollumfänglich, was hier im Land abläuft. Die Menschen sollen ihren eigenen Wahrnehmungen und Sinnen nicht mehr trauen. Wenn du sagst, dass es doch auch in den 50ern schon milde Winter gab, Nazi. Wenn du sagst, dass es doch aber tatsächlich biologisch nur zwei Geschlechter gibt, Nazi. Wenn du sagst, dass es nicht normal ist, jeden ungeprüft seiner Identität und Vergangenheit in unser Land zu lassen, Nazi. Wenn du sagst, dass du nicht möchtest, dass deine Kinder früh sexualisiert werden, Nazi. Und wenn du dafür kämpfst, dass wir gesunde, lokale Lebensmittel bekommen, super Nazi. Und wenn du deine Bedenken einfach nur deine Bedenken äußerst, bist du der Nazi schlechthin. Ein Mann, der mit Toten Kontakt aufnehmen kann, ihr kennt sicherlich diese Leute, äußerte vor wenigen Tagen, dass Hitler sich bei ihm gemeldet hätte und er persönlich habe sich wohl Goebbels vorgenommen und ihn zur Sau gemacht, dass es ihm nicht gelungen sei, eine so perfide Propaganda aufzubauen, und konnte es kaum fassen, dass heute mehr Nazis leben würden als im Dritten Reich. Da mal eine Frage an die Gehaltsempfänger des öffentlich Entrechteten. Ihr seid doch moralisch so ganz vorn mit dabei. Da wir ja nun alle Nazis sind, aber eure feudalen GEZ-Gebühren zahlen müssen, verzichtet ihr jetzt auf euer Gehalt oder lebt es sich ganz wunderbar von unserer Nazi-Kohle? Unsere Mahnfeuer, Blockaden, Proteste und Kundgebungen landesweit, ob groß oder klein, haben Macht. Sie haben die Macht des Zusammenhalts, sie haben die Macht der Motivation, sie haben die Macht der Vernetzung, der neuen Freundschaften, der Identifizierung mit den anderen und vor allem die Macht der Erkenntnis, eben nicht allein zu sein, eben nicht die Minderheit zu sein, sondern die umwerfende Mehrheit. Und wären wir nicht so mächtig, dann würden sie uns nicht so vehement bekämpfen. Die Macht der Menschen ist viel stärker als die Menschen an der Macht. Und wir sind mehr. Wir sind vereint vom Rentner über den Handwerker, Landwirt, die Pflegekräfte, Spediteure bis hin zur Gastronomie,
alle Menschen. Unser Volk ist vereint und wir gemeinsam sind die Brandmauer gegen Blöd. Inzwischen hat unser Prinz Mimimi, Minister für Wirtschaft, Zerstörung und Umweltwahnsinn, nunmehr ab 2025 den Einbau von Überwachungsgeräten für Energie vorgeschrieben, angeblich für bessere Einschätzungen des Energiebedarfs. Fakt ist, dass damit dann kontrolliert werden kann, wie oft ihr die Kaffeemaschine, den Fernseher, den Herd, die Waschmaschine oder was auch immer benutzt. Big Brother lässt grüßen, und da bald per Fernschalte Strom abgestellt werden kann, wird sich so noch einfacher ermitteln lassen, wann und wem es am meisten wehtun wird. Regierungskritikern werden mittlerweile Konten gesperrt bzw. komplett gekündigt im allerbesten Deutschland. In Pirmasens, Rheinland-Pfalz, ist ein neuer ekelhafter Fall von Kindesmissbrauch und Folter bekannt geworden. Demos der sogenannten Menschenrechtler dagegen, Fehlanzeige, war vermutlich nur ein deutsches Kind. Der Sohn des AfD-Politikers Lutz Büttner aus Dessau wurde brutal niedergeschlagen von, nach letztem Erkenntnisstand, 7 Personen mit voller Härte gegen den Schädel getreten. Wo ist der Aufschrei? Wo sind die Demos gegen diese Gewalt? Wo ist die moralische Anklage gegen solch pervertierte Form des Gutmenschenseins? Aber unsere Muppet-Show setzt sich weltweit für Pressefreiheit ein, der Witz des Jahres, wenn man bedenkt, wie sie selbst gegen die harmlosen Fans von Leverkusen, Dresden und zuletzt des FC Energie Cottbus vorgegangen sind, als diese in der Fankurve ein Plakat mit dem wissenschaftlichen Fakt, es gibt nur 2 Geschlechter, hochhielten. Von hier aus mal einen riesigen Daumen und hoch und Respekt für diese Männer und Frauen. Macht bitte weiter so! Und da wir bei der Presse, ich würde sagen, Fressefreiheit sind, bitte ich das Amt für freigegebene Bezeichnungen unserer Hampelbude höflichst um Übersendung der betreffenden Begriffe. Man darf nun wohl Prinz Mimimi einen Vollidioten nennen, nicht aber einen Vollpfosten. Das kostet 2.100 Euro. Es gibt allerdings Vermutungen, dass dies auf Bestreben der Forstwirte eingeleitet wurde, denn es wäre eine Verunglimpfung, für jeden Baum mit so viel inhaltlicher Lehre gleichgesetzt zu werden. Manche Leute haben eine Lache. Da muss ich mitleiden, das ist zu geil. Und die Menschen im Land werden weiterhin zugedröselt mit den perfidesten Lügen. Da sieht man beim NDR eine sogenannte Agrarsoziologin. Sieht aus, als wäre sie gestern erst abgestillt worden. Aber sie weiß natürlich alles. Und vor allem weiß sie, dass nur der Bauernverband gut ist, also Herr Ruckwied, der in den Aufsichtsräten zusammen mit den Volkstretern sitzt. Und der LSV und auch die Freien Bauern sind auch, na, was? Richtig? Nazis. Rechts, 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 rechts. Alles rechts. Vor allem Anthony Lee, der böse Aufklärer über die Agrarpolitik in der EU und in unserem Land, ultra rechts. So viel moralische Erbärmlichkeit auf ausgemergelten 1,50 Meter Lebensgröße ist schon eine Leistung. Gott hat einzig und allein für diese infamen Sterbebegleiter Deutschlands in Form von sogenannten Journalisten bzw. Volkstretern den Blitz erfunden. Apropos Gott, die evangelische Kirche wirbt auf einer Seite auf Instagram für die Erstellung eines künstlichen Penis, und verschiedene Gesetzesentwürfe sollen die vollständigen Kosten der Geschlechtsumwandlung durch die Krankenkasse garantieren, die sich auf schlappe 30 bis 100.000 Euro pro Penis oder Person belaufen. Das geht noch, finde ich. Frag du mal nach neuen Zähnen, also infern du deutscher Staatsbürger bist, da kannst du aber lange warten, wenn du nicht alleine bezahlst. Das ist das neue Normal. Mitgetragen von den sogenannten Vertretern Gottes. Übrigens braucht Gott keine Vertreter, denn er lebt in uns allen. Und diese Gestalten haben schon im Mittelalter die Hexen verbrannt, in den Bauernkriegen vor 500 Jahren die Anführer vernichtet. Parallelen? Rein rhetorische Frage. Und bei Adolf haben sie den rechten Arm nach ganz weit oben gerissen. Dieses dreckige, kinderfickende, verlogene Pack.
Sie müssten sich einsetzen für die Armen, für die Schwachen, für die Kraftlosen. Wo sind Sie denn da? Nochmal was zum neuen Normal. Ich verlese mal ganz kurz, es ist wirklich nur ein Ausschnitt, das Schreiben der Krankenkasse an einen deutschen Staatsbürger. Sehr geehrter Herr Punkt. Es wurde durch den Gutachter festgestellt, Verschleiß der Wirbelsäule, Verschleiß der Hüftgelenke, künstlicher Gelenkersatz links, Herzerkrankung, Herzrhythmusstörung, Schultergelenksverschleiß, Diabetes mellitus, Nervenenge, beide Hände, Bluthochdruck, künstlicher Knieersatz beidseitig, Gefäßerkrankung, Beine, Erkrankung der Augenlinsen, Prostataerkrankung. Ihrem Antrag auf Erwerbsminderung können wir leider nicht entsprechen, weil die medizinischen Voraussetzungen nicht vorliegen. Danke für nichts. So sieht es aus im allerbesten Deutschland aller Zeiten. Und wenn dieser Mann nun den Mund aufmachen würde, um sich völlig berechtigt über diese Zustände aufzuregen, ist er was? Genau, Nazi. Und schauen wir auf die Landwirte. Als die EU gegründet wurde, als Wirtschaftsverbund für die Wettbewerbsgleichheit in Europa, da ging es darum, dass zum Beispiel eine Firma aus Polen nicht zu Dumpingpreisen in Deutschland Dienstleistungen anbieten kann, mit denen deutschen Firmen aufgrund wesentlich höherer Kosten gar nicht mithalten können. Und auf die Landwirte bezogen, egal wo, von der Schweinezucht bis zur Gülleverordnung, durchweg Vorschriften, die nur in Deutschland gelten und die nur eins zum Ziel haben, die Landwirte zu vernichten. In Deutschland bekommt ein Erntehelfer 2,50 Euro die Stunde, in Spanien 3,50 Euro und in Deutschland müssen 12,50 Euro gezahlt werden. Das ist kein fairer Wettbewerb mehr und das Obst und Gemüse wird dann tausende Kilometer nach Deutschland gekarrt, so viel zum CO2-Fußabdruck und häufig auch geflogen als Bio verkauft. Wie viel Bio stecken wohl in tausenden Litern Kerosin? Käfighaltung von Hühnern wurde in Deutschland verboten, in Polen aber nicht. Ende vom Lied. Die Käfige wurden hier eingesammelt, kurz hinter der polnischen Grenze aufgestellt. Die polnischen Eier von den Käfighühnern verkaufen sich glänzend und die deutschen Landwirte, die Hühner gezüchtet und gehalten haben, konnten einpacken und nicht einem einzigen Huhn ging es davon besser. Glückwunsch! Wenn sich die Landwirte über all das beklagen, sind sie was? Richtig, Nazis. Das gesamte vermeintliche Konzept der Wettbewerbsgleichheit hat nur dazu geführt, Deutschland zu ficken, und zwar auf gesamter Linie. Wir zahlen am meisten in die Kassen für die EU-Länder, wir haben die härtesten Auflagen, wir sind in der Rezession, während es überall sonst bergauf geht. Wir haben die höchsten Preise für Strom, Gas, Brennstoffe, für Kinderbetreuung und. Und wenn wir das sagen, dann haben wir extrem recht. Und nicht, weil wir extrem recht haben, sind wir rechtsextrem. Es bleibt dabei, wir haben extrem recht mit unserer Kritik. Auch in Sachen Klima sind wir ganz weit vorn mit dabei. Mehr als 1600 Wissenschaftler, die wirklich noch Wissenschaftler sind, warnen laut und deutlich anhand von Langzeitstudien, dass es keinen Klimanotstand gibt. Und dieses Narrativ nur erfunden wurde, um den Menschen wieder Angst zu machen, sie manipulieren zu können. Da sind wir wieder bei Erich Fromm. Und unendlich Kohle zu machen. Also diese Wissenschaftler sind natürlich auch rechts, rechts, rechts. Aber die, die auf den Pseudodemos rumrennen, noch einmal die Frage, wann um alles in der Welt ist es jemals mutig gewesen, mit den Machthabern zu marschieren? Absolut lächerlich. Also die, die auf den Staatsdemos, wo sie Andersdenkenden den Tod wünschen, wo Plakate hochgehalten werden mit Gaskammer-Slogans, die komplett nach dem Motto leben, willst du nicht meiner Meinung sein, dann schlag ich dir den Schädel ein. Die sind was? Ja, keine Nazis. Ignazio Silone hatte es in Italien während des Dritten Reiches gesagt. Silone war Widerstandskämpfer, musste ins Exil gehen. Er sagte, der neue Faschismus wird nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Und schauen wir einmal, wer diese sogenannten Antifaschisten finanziert, wer mit ihnen marschiert und über alles hinweg sieht, was sie an Verbrechen begehen. Und dann wissen wir, wovor Deutschland wirklich Angst haben muss. Yeah. Glückwunsch.
Glückwunsch zum Ende an die hart arbeitenden Volksträter im Bundestag. Auch dieses Jahr wieder erhöhen sich ihre Diäten automatisch um schlappe 6,2%. Das entspricht ca. 656 Euro im Monat. Das haben sie sich auch hart verdient. Und man möchte ihnen fast wünschen, dass ihnen dieses Nazi-Geld im Hals stecken bleiben möge. Ich bin glücklich, mit euch zu kämpfen. Ich bin stolz, eine von euch zu sein. Ich liebe meine Heimat, ohne andere Länder zu hassen. Ich verehre mein Volk, ohne rassistisch zu sein. Ich achte meine Kultur, ohne andere Kulturen zu verachten. Ich werde die Zukunft meiner Kinder, eurer Kinder, nicht für Reparationszahlung eines Krieges opfern, denn weder ich noch meine Brüder und Schwestern im Geiste zu verantworten haben. Als Mutter ist es meine Pflicht, meinen Kindern, aber eben auch meiner Familie und meinen Freunden gegenüber ehrlich, redlich und respektvoll zu sein. Und ich werde das genauso leben, da es für mich eine Frage des Anstands ist. Ich distanziere mich hiermit in aller Form vom sogenannten Bundespräsidenten, der eine große Mehrheit der Menschen im Land als Ratten bezeichnete. Und ich distanziere mich vom Maschinengewehr auf zwei Beinen, die den Begriff der Schmeißfliegen für die Menschen benutzte. Und ich distanziere mich weiterhin vom wandelnden Altkleidercontainer, der noch nicht mal weiß, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Außerdem distanziere ich mich, verbunden mit meiner tiefsten Verachtung, von dieser gesamten Hampelbude, die unermüdlich das Lebenswerk unserer Vorfahren zerstören will. Sie sind die Ratten, sie sind die Blinddärme der Gesellschaft, sie sind infam, perfide und verlogen, sie sind korrupt und machtbesessen, sie sind zutiefst unmenschlich in jeder vertrockneten Zelle ihrer Körper. Sie sind nicht mehr empfänglich für die Not und das Leid, für die Ängste und Sorgen der Menschen im Land. Und deswegen an die Volksvertreter unter der grünen, versifften Glaskuppel in Berlin. Ihr seid unsere Angestellten und als eure Arbeitgeber sagen wir euch, ihr seid gefeuert.